Hallo und herzlich willkommen zum achten Teil des HTML und CSS für Anfänger-Tutorials für panutorials.de. Mein Name ist Dennis Panuta und in diesem Tutorial werden wir uns um die Table Width, das Cell Padding, Cell Spacing und Col Span kümmern. Und was diese ganzen Begriffe bedeuten, zeige ich euch im Verlauf des Tutorials. Und am besten fangen wir einfach mal mit der Breite an, mit der Breite unserer Tabelle. Wir sehen, dass unsere Tabelle hier eine gewisse Breite hat und wir können jetzt die Breite der Tabelle verändern, indem wir in unserem Table Tag hier einfügen Width ist gleich Gänsefuß und hier eintragen, wie breit unsere Tabelle sein soll. Sagen wir mal, unsere Tabelle soll 300 Pixel breit sein. Dann können wir das hier so machen, Width ist gleich 300 Pixel. Jetzt speichere ich das und zeige euch das hier und ihr seht, die Tabelle wurde breiter. Die ist jetzt genau 300 Pixel breit und wir können jetzt hier auch noch andere Werte eingeben, 400 Pixel, um sie noch breiter zu machen zum Beispiel. Alternativ können wir den Wert jedoch auch relativ machen. Das heißt, dass die Breite nicht absolut ist, sondern relativ zu der Breite unseres Browsers. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ich gebe hier 100% ein, was so viel heißt, wie dass die Tabelle die gesamte Breite unseres Browsers einnehmen soll. Also ich speichere jetzt mal und aktualisiere hier den Browser. Und ihr seht, die Tabelle nimmt die gesamte Breite unseres Browsers ein. Und wenn ich jetzt hier hin und her schiebe, so wird die Tabelle immer die gesamte Breite des Browsers einnehmen. Ihr merkt also, ihr könnt wählen zwischen einem absoluten Wert und einem relativen Wert. Das hängt nun natürlich davon ab, wie ihr Tabellen verwenden möchtet. Und als nächstes lernen wir den Begriff Cell Padding kennen. Ich gebe jetzt hier mal den Begriff ein. Cell Padding ist gleich. Und hier auch wieder in Gänsefüßen und in Pixelangaben, wie viel Cell Padding wir brauchen. Ich gebe jetzt mal 20 px ein, was für 20 Pixel steht. Und schauen wir einfach mal, was passiert, wenn ich hier das Ganze aktualisiere. Und ihr seht, dass mit dem Wort Cell Padding und 20 px habe ich jetzt einen Abstand zwischen dem Begriff innerhalb der Zelle und dem Rand der Zelle erzeugt. Und der ist hier eben 20 Pixel. Und hier sehen wir das auch, 20 Pixel Abstand zu dem Rand. Und zusätzlich gibt es noch einen weiteren Begriff, der Cell Spacing heißt. Also den füge ich jetzt hier auch mal ein. Ich habe jetzt Cell Padding mit Cell Spacing überschrieben, aktualisiere und Cell Spacing sorgt jetzt eben dafür, dass zwischen den Zellen ein Abstand ist. Also Space bedeutet ja Raum und hier ist ein Raum zwischen den einzelnen Zellen entstanden durch den Begriff Cell Spacing. Der Raum ist hier eben 20 Pixel breit. Und im Zusammenhang mit Tabellen gibt es noch einen weiteren wichtigen Begriff. Dieser Begriff heißt Col Span. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was Col Span macht, indem ich jetzt hier über der Table Row, die wir hier hatten, eine weitere Table Row einfüge, also einen weiteren TR-Tag. Diesen auch wieder schließe, TR. Und innerhalb dieses Table Row Tags füge ich jetzt eben einen Header ein, eine Überschrift. Und wie das geht, wissen wir auch bereits aus dem letzten Tutorial mit TH, also Table Header. Und innerhalb dieses TH Anfang Tags füge ich jetzt noch Col Span ein. Dann ist Gleichzeichen und Gänsefüßchen. Außerdem gebe ich jetzt hier ein, wie viel Col ich spannen möchte. Also das heißt im Prinzip, wie viele Kolumnen, also Spalten, soll das folgende einnehmen. Was genau das heißt, zeige ich euch gleich. Und dann schließe ich das und füge hier eben ein, was ich da eintragen möchte. Ich schreibe jetzt mal Überschrift rein. Dann schließe ich das Table Header Tag noch und aktualisiere. Und ihr seht, wir haben jetzt hier eine Überschrift. Um das jetzt noch etwas schöner darzustellen, ersetze ich hier Cell Spacing
durch Cell Padding und habe jetzt hier eine Überschrift. Die Überschrift wirkt jetzt etwas mickrig dafür, dass es eine Überschrift ist. Und wie man Überschriften besser darstellen kann, haben wir auch gelernt, über einen H1-Tag. Also füge ich hier einen H1-Tag um die Überschrift ein und aktualisiere. Und wir sehen, wir haben jetzt eine große Überschrift. Wie haben wir das jetzt also hingekriegt, dass die Überschrift hier drei Spalten einnimmt? Wir haben das hinbekommen über eben dieses Colespan. Wir haben gesagt, wir möchten einen Table Header, der drei Spalten breit ist. Wenn ich hier zum Beispiel 2 eingeben würde, ich aktualisiere, dann nimmt unsere Überschriftzelle eben die Breite von 2 Spalten ein. Also, was haben wir in diesem Tutorial gelernt? Wir haben gelernt, dass wir Colespan verwenden können, um eine Zelle so breit zu machen wie mehrere andere Zellen. Dann haben wir gelernt, dass es den Begriff Width im Zusammenhang mit Tabellen gibt, den wir verwenden können, um die Breite einer Tabelle zu definieren, sowohl absolut als auch relativ, sprich mit Prozent. Dann haben wir gelernt, dass es den Begriff Cell Padding gibt, der dafür da ist, Raum zwischen dem Inhalt unserer Zelle und dem Rand der Zelle zu erzeugen. Und außerdem haben wir noch gelernt, dass es den Begriff Cell Spacing gibt, der dafür da ist, einen Abstand zwischen den Zellen zu erzeugen. Und damit hätten wir auch schon den Inhalt des Tutorials abgedeckt. Schaut euch das nächste Tutorial an, in dem es um ein etwas unkomplizierteres Thema geht, und zwar um Listen. Also schaut es euch an und bis zum nächsten Tutorial. Macht's gut, Leute!